Am 25. Februar hat die Hansestadt Rostock Mehmet Turgut im Stadtteil Teutenwinkel gedacht. Der junge Mann war am 25. Februar 2004, also genau vor 20 Jahren, dort Opfer der rechtsextremistischen Terrorgruppe NSU geworden. Zur Teilnahme an der Gedenkveranstaltung hatten das Bündnis Mord verjährt nicht und die Hansestadt Rostock gemeinsam aufgerufen. Auch Mehmet Turguts Familie nahm teil. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger betonte, dass die Tat niemals in Vergessenheit geraten dürfe. Rechtsextremismus bedrohe auch heute die Demokratie und die von ihr geschützte Menschenwürde. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel nannte die Mordserie des NSU ein dunkles Kapitel für die Bundesrepublik und eine Mahnung vor allem für Sicherheitsbehörden. Der 1979 in der Türkei geborene Mehmet Turgut hatte an jenem Februartag einen Dönerstand im Rostocker Stadtteil Teutenwinkel aufgeschlossen. Eigentlich wohnte er in Hamburg. In Rostock besuchte er einen Freund. Bis heute ist nicht vollständig geklärt, was genau kurz nach 10 Uhr passierte. Ein Polizeibeamter sprach 2013 vor Gericht von Schüssen in Hals, Nacken und Kopf. Mehmet Turgut wurde nur 25 Jahre alt.